32. Chaos Communication Congress. Perhaps some of you still remember. Dieser Talk ist über öffentliche Bibliotheken. Vielleicht wart ihr mal in einer. They are sources of free knowledge. Sie sind Quellen des freien Wissens, wie das Internet, das Internet für uns auch ist. Das Internet hat uns neue Möglichkeiten gebracht, um informiert zu werden. Jeder verbindet sich damit. Bibliotheken waren mal genau das Gleiche, Möglichkeiten, sich zu informieren. And e-books and everything showing up. Aber mit den Möglichkeiten des Internets wie E-Books, die Bibliotheken verlieren an Boden. Und Marcel Maas wird nun darüber reden. Bitte einen herzlichen Applaus geben. Okay, good. Good. So, hey. I'll start a little bit from behind from the history. Ich fange mal mit der Geschichte an, von hinten. Vor 15 Jahren nach dem Dotcom-Crash dachten wir, dass endlich das Jahr des Linux auf dem Desktop kommen würde. Und wir dachten, dass Venture Capital endlich die Lektion gelernt hätte, dass sie nicht in die nächste Blase anstoßen würden. Kurze Zeit später, ich glaube bei der Keynote beim TCC in Berlin, gab Gavin Moglen eine Keynote, die ich noch so super gut in Erinnerung habe, als die besten Vortrag. Und er sagte, dass wir Software befreit haben, die Hardware befreit haben und die nächste Welt, die wir befreien sollten oder winnen, der Krieg über Frequenzen, Funkfrequenzen. Und die Tragödie der Commons, der öffentlichen Güter, ist nicht das Gleiche. And then it took few years und dann hat es ein paar Jahre gedauert. Google hat Gmail gekauft. Delicious, if anyone remembers Delicious that, kam Foxonomy, then, andere bekannte Services, Twitter ist bekannter geworden, dann Facebook. Das war so die Spitze des Ganzen. Das war 2006. That was the peak of what Silicon Valley. Das war die Spitze von Silicon Valley, was Silicon Valley gefeiert hat und so lange verfolgt hat. Venture Capital investiert in Free Software Startups. Diese Startups werden erfolgreich und werden dann wieder aufgekauft, die dann tolle Kindergärten haben, tolle Kaffeemaschinen und nichts Schlimmes machen. So, do no evil. Diese Services sind dann kostenlos und unabhängig von Werbung. Dann hat es ein paar Jahre mehr gedauert, bis das freie Internet dann der Friedhof der offenen Protokolle wurde. Ein Freund von mir hat dann in einem Tweet gesagt, so, yeah, where Microsoft never succeeded, a million startups did. Wo Microsoft nie erfolgreich war, die vielen Startups waren da erfolgreich, die offenen Protokolle mit proprietären Protokollen zu ersetzen. So, 2009, mit Google Wave war dann so das letzte offene Utopian-Projekt und dann haben wir so Voice over IP, RSS, langsam ein bisschen verloren und alles wurde geschlossener und problematischer. Aber jetzt kompliziert. 2006 war ich fasziniert
mit dieser Landschaft, mit dem environment, I wanted to research that phenomenon. Ich war skeptisch, aber ich wollte darüber mehr erfahren. Ich habe für die Jan Van Eyck Academy mich angemeldet und ein Forschungsprojekt und habe eine Forschungsposition dazu bekommen und eine Position, eine Methode gefunden, das zu analysieren. Writes the rules how to run stuff. So I started to profile Google and Amazon, and here is just one of the examples. Hier ein paar hier ist eins von den Beispielen from 2000. Aus 2000. From 2011. 2011. It was at the Media Lab Prado. So bei Media Lab Prado. Ich habe das JavaScript von jemand anders benutzt, aber zu, also so was ich meins, aber sieht gut aus. So, ich habe versucht zu erklären, so die Tragweite und die Vernetzung von Free Software und die Verbindung zu Google oder anderen Firmen zu verbinden. Und ich habe dann versucht, das anzunähern, zu sehen, wie viel Geld man braucht, um Google Software zu schreiben. Ich habe es dann irgendwie abgerundet und es waren dann ungefähr 12 Jahre Entwicklung und 12 Billionen Dollar und 1000 Entwickler. Und man konnte es dann irgendwie so organisieren, dass man die Sachen gleichzeitig tun kann. Und das war 2011. And also did some stuff about Amazon. Ja, da habe ich noch was über Amazon gemacht. Aber um den Text zu schreiben, das sollte ich halt machen, musste ich mehr lesen. Musste ich mehr lesen, so, also nicht nur technische Spezifikationen, sondern auch Bücher, die Theorien und Methoden. Jan Van Eyck war einer der besten Orte dafür. Die besten Theoretiker alle. Es war eine super gute Umgebung dafür und sie lesen viele Bücher. Downloaden Bücher von Wikipedia und library.nu und es war sehr beliebt. Wenn ich sie dann gefragt habe, was haben sie auf ihren Festplatten, wussten sie es nicht wirklich. Und wenn sie ein Buch brauchen, haben sie es wahrscheinlich auf ihrer Festplatte, in irgendeinem Ordner, aber dann gehen sie doch irgendwie einfach zu Wikipedia oder library.nu und laden es nochmal runter. Und ich meine, das könnt ihr wahrscheinlich teilweise verstehen, dass ich nicht so wirklich glücklich war, dass es so läuft. Und dann. Oh no. Worst. There is a lecture books. Und dann hier ist es so. Sorry. Ha! I'm sorry. I just downloaded the wrong URL, but it will be. Ich habe die falsche URL runtergeladen, aber es sollte gleich da sein. Blog. Oh, I have it here. Ich hab's hier irgendwo. Keyboard Communist. Oh yeah, it's here. Never mind. One of my friends, he always asks me, how, why I don't do the. Ein Freund fragt mich immer, warum. What's the name? The Microsoft PowerPoint. Warum ich keinen Microsoft PowerPoint mache? And yeah, that's what I do. So, and he says like, das ist also das, was ich mache. Und confident that much, but I'm not. I'm scared. Bist du einfach so selbstsicher? Aber nee, bin ich nicht. Das ist funktioniert einfach nicht für mich. Hast du nach einer Stunde at Jan Van Eyck
habe ich versucht, das ein bisschen zu erklären und so die Vorstellung, die mediatheoretische Vortrag zu machen, was getan werden kann. And then if you do like the proper kind of manual, the title of the book, and then the author, things like that. Der Autor und this in your terminal, and then you can send me this text file, and then I will know what are the books you have. Dann weiß ich alle, was für Bücher ihr habt. Das macht natürlich niemand, aber ich habe einfach versucht, es zu machen, wie es gemacht werden könnte. Und zu zeigen, wo man die guten Metadaten finden kann. Und ich habe herausgefunden, dass gute Software gefunden. Und ich habe nennt sich Calibre. Mir fiel auf, dass in Calibre mit einem Klick kann man alle Metadaten rüberbringen aus dem Internet. Also man hat ein Buch von der library.nu oder so und dann lädt man es runter und dann war es ziemlich schwierig, aber wenn man nicht im richtigen Netzwerk war, aber es war sogar besser, weil man konnte seinen eigenen Calibre konnte dann seinen Webserver starten und there is one small thing before in 2012 in the und da gab es davor noch in 2012 was anderes. By the court case. In 2012 wurde library.eu geschlossen nach einem Gerichtsfall. Und alle meine Freunde wussten nicht, was sie machen sollten. Facebook war schon bekannt und die Leute waren irgendwie wussten nicht, was sie machen sollten. Ich hatte so ein paar Sachen da schon gemacht und ich habe meine Calibre-Bibliothek dann geteilt mit dem eingebauten Webserver. Nur eine Sekunde. From Emacs it's kind of hard to. Aus Emacs ist es ein bisschen schwierig zu copy-pasten. Let's try to do that here. Lass mich das mal hier probieren. It's good that it works. Es ist gut, dass es funktioniert. So what I was doing is that I just like used this little line in my terminal. Dieses Kommando benutzt. Wenn ich dann diesen Webserver starte, dann kann ich es tunneln oder zu meinem Server schicken. Ich hatte Zugriff auf ein paar Server und dann können die Leute auf meine Bibliothek zugreifen. Just putting something like this. Einfach durch noch ein zusätzliches Kommando, durch dieses zusätzliche Kommando. In the browsers. And what they would do, they would indem just man diese URL in den Browser macht. And they would get the books and also sie konnten dann meine Bibliothek auf meine Bibliothek zugreifen und konnten die Bücher bekommen. For sure. Sie waren begeistert und ich mochte es auch. Mir ist aufgefallen, dass ich wurde so ein bisschen der Bibliothekar. You don't need to like copy this line. I'll show you like now it's kind of much much better. It's much also jetzt funktioniert es alles viel besser. So I became an amateur librarian. I liked it. Ich my bekam friends so der Bibliothekar und that, ja dann fiel mir auf, dass es noch anders gemacht dass was anders gemacht werden konnte. Ich könnte mir vorstellen, what's happening to the library world is was bei den Bibliotheken passiert, ist das, was schon in anderen Welten passiert ist. So, wenn die Software dazu kommt und das, was schon bei Design passiert ist, Journalismus mit WordPress,
Werbeindustrie, mit AdWords, Fotografie, mit Instagram. Und ja, Calibre ist ein ziemlich einfaches Tool, und wenn man das halt dann, so kann man Bibliotheken quasi erstellen, und wenn das viele Leute machen würden, dann hat man quasi eine öffentliche Bibliothek. Sowas, was wir schon seit mehr oder weniger 100 Jahren oder mehreren Jahrzehnten haben. Das ist das, was wir tun konnten. Und ich zeige euch ein kurzes Video. Das ist so, was ich mir vorstelle für Bibliotheken. Das ist SETI at Home. At one moment the biggest distributed computer das in the world, war mal so der größte verteilte Computer der Welt, wo die Leute Bildschirmschoner laufen ließen, um der Wissenschaft zu helfen und Nummern zu berechnen. So können halt dann Amateure und Enthusiasten und Professionelle zusammenarbeiten für das Gute der Gesellschaft. But then Library Genesis or Sci-Hub. As I told you, it never works, but it's now shut down. Okay, so let's see. Okay, 15 minutes, that's fine. So then it didn't really work, so my also es hat nicht so wirklich funktioniert. Dann habe ich einen Blogpost geschrieben, es hat für meine Freundin nicht wirklich funktioniert. Die Leute haben das wirklich benutzt. Niemand hatte Zugang zu Servern. Und sie hatten immer Angst, was am Terminal zu machen. Sie schreiben gerne Sachen in die Google-Suche, aber sie schreiben nicht gerne in den Terminal rein. Es macht zwar keinen großen Unterschied, aber emotional, es fühlt sich anders an. Es ist ein großer Unterschied. Deshalb zeige ich euch einfach kurz. I'll just show you what I did at that time. Was ich damals gemacht habe. So this was the first version of das what war die erste Version I did von at that time. So you have a command damals, line. Es gibt eine Eingabezeile. Because I didn't know better, weil ich nicht besser wusste damals, musste man noch einen Jabber-Account handle it was not super secure. Es war nicht besonders sicher. Es war nicht besonders gut. Aber jedenfalls, wenn man das ausgeführt hat in einem Terminal, your library will just get online and wird eure Bibliothek online gestellt und Leute können sie nutzen. Und ein paar Leute haben das tatsächlich auch angefangen zu nutzen. Mein Freund Anthony Ars wurde he was using that. Ganz begeistert davon und nutzte das. And I was happy. So that, und ich war froh damit. Das hat mir dann ein bisschen Zeit gegeben und Motivation, um there are quite few shortcuts for full screen. They're all different. Es gibt eine Menge Hotkeys für Vollbildmodus und alle sind unterschiedlich. And then Damian showed me something. Hat mir Damian etwas gezeigt. Ihr erinnert euch vielleicht, der Typ aus dem Tweet. Er zeigte mir etwas. In English. Nochmal hier in Englisch. So he showed me this, and what he said is that. Hat mir das gezeigt und er sagte. Sorry, it needs zero here. Sorry, es musste eine Null hin. So what he told me is that you can actually also, was er sagte, ist, dass man eine Null an den Server schicken kann. Dann gibt der Server dir den Port für den Tunnel, und wenn man dann ein bisschen Set-Magie betreibt, wie hier, dann kann man ein neues Command-Line-Interface erstellen, das ein bisschen einfacher ist. Man muss auch sowas wie hier machen, ein paar Zeilen. Nginx, der dann immer, wenn man auf www und einen Port geht, dann wird es das weiterleiten in einen Tunnel, und wenn nicht, geht es halt Bad Gateway. So it was kind of moving. Also es bewegte sich langsam voran. Und ich zeige euch noch eine andere Sache, die schon deutlich besser war.
It got on GitHub and yeah, and then it's a video. GitHub und ja, das ist ein Video, wo wir im Scrollen zuschauen können. So you start the content server in Calibre. Also diesen Content Server in Calibre eintragen, dann zurück, es passiert schon was. Lecture books. Dann führt ihr das einmal aus im Terminal. It will just like make that tunnel and it's still dann macht es im Terminal diesen Tunnel auf, aber es ist immer noch Kommandozeile, aber es sieht schon viel nutzerfreundlicher aus. Es ist schon viel leichter. Es gibt keinen Java-Account, muss nichts einrichten. Es macht Fortschritte, um auch mit den Leuten zu funktionieren, die vielleicht CTA-Tom machen wollen oder die Library-Tom machen wollen, aber sich nicht mit irgendwelchen Accounts umschlagen. Also das ist schon viel, viel leichter, es ist ein großer Fortschritt. Es gibt keinen Login, aber es muss immer noch was im Terminal ausgeführt werden. Und dann könnt ihr auch hier sehen, der Chat funktioniert und ihr müsst auch nicht einloggen. Also es macht Fortschritte. Identity there. Man kann sogar eine Art von Pseudonym-Identität hier haben, man kann seine Persönlichkeit dort entwickeln, definieren, kann mit Leuten chatten, URLs hin und her schicken. Also es geht in die richtige Richtung, es wird ähnlicher wie CTA-Tom, oder was man einfach installieren kann. Wie ich gerade gezeigt habe. Bekam ich eine Einladung, das New Media Festival in Ljubljana zu kuratieren. Und normalerweise als Kurator, dann arbeitet man an einem Konzept, dann macht man einen offenen Call und dann schickt man eine Menge Nachrichten an all deine Künstlerfreunde, dann müssen die was machen, dass man am Ende halt eine gute Ausstellung hast, wo die Werke gut sind. Das Problem war, dass ich einfach nicht wusste, was in der Welt der neuen Medien und Kunst abging. Ich habe mich mit Bibliotheken beschäftigt und diese Projekte oder dieses Projekt speziell nahm einfach recht viel Zeit in Anspruch. Was ich also vorgeschlagen hatte, ist, dass wir, okay, lass uns einfach eine öffentliche Bibliothek aufsetzen. Wir wissen, das ist der Ort, wo wir hingehen, wo wir Wissen bekommen. Und es basiert auf der Idee, das war das Proposal. Die Bibliothek gibt freien Zugang zu Büchern für jedes Mitglied der Gesellschaft. Das hat sich ein bisschen geändert. Jetzt ist es mehr freier Zugang zu Wissen für jedes Mitglied der Gesellschaft. Es ist ein Katalog, es ist ein und wenn jeder seine eigene Bibliothek hat, dann gibt es überall Bibliotheken und diese sind verbunden. Und das fand guten Anteil lang. Das sind alles irgendwie Linke. Und die fanden das gut und dann haben wir angefangen, das zu machen. Und was wir gebaut haben, ist hier. For that library is that we wanted to show that it's already happening. So it's not just that we are doing that, but it's already happening. Some of that eine Umgebung herzustellen und zu zeigen, dass das schon existiert, haben wir ARC gezeigt. Around like 40,000-50,000 books, so vielleicht 40,000-50,000 Bücher drin, mehr als 100,000 Nutzer, es gibt eine Art Forum, die Nutzer laden Bücher hoch jeden Tag. And then these books get its whatever place there. You can do the research. Die Bücher dort eingetragen, man kann dort forschen, man kann es eintragen und Ergebnisse sammeln. You can see what kind of collections, how much of that. Man kann sehen, welche Sammlungen es dort gibt. Wir können sehen, dass es mit verschiedenen Dingen angefangen hat. Dann gibt es das Monoskop. Das ist auch großartig. Viele Menschen haben von Ubu gehört, Ubu Web. Aber Monoscope ist sogar noch besser. Und Kent Goldsmith würde dasselbe sagen. Monoscope ist ein Wiki für kollaboratives Lernen von Kunst und Büchern. Und es hat ursprünglich einen Fokus auf Osteuropa und Zentraleuropa, auf die Avantgarde, die neue Avantgarde und solche Sachen. Es tut ganz beeindruckende Sachen. Ich zeige euch nur mal eine Seite. Es ist das Avantgarde modernistische Magazin. Hier sind ein bisschen
Text und dann seht ihr hier die ganzen Covers und ihr könnt das alles runterladen. Und das ist, wie wir uns das vorstellen. Das ist, wie wir eine öffentliche Bibliothek haben möchten, eben um den universellen Zugang zu Büchern oder Wissen zu garantieren. Then Ubu, it's probably like much more well known. Ubu ist wahrscheinlich etwas bekannter. Es ist Karen Goldsmith, das ist 1996 gestartet, für nächstes Jahr 20 Jahre alt. Und das ist das beste und bekannteste Projekt in dem Bereich. Was da passierte, ist, dass wir dieses Setup gebaut. Wir wollten damit zeigen, was eine diese öffentliche Bibliothek schon sein könnte. Und das zeigte gerade den Unterschied zwischen ARC und der Genesis-Bibliothek. Das sind unsere Helden. Ich bin sicher, ihr kennt das schon, das ist Library Genesis. Damals war es so 1 Million Bücher, so vielleicht 11 Terabyte zum Runterladen, dauerte ein paar Wochen, das zu bekommen. Also was wir da hatten, ist, dass wir schon eine Umgebung hatten, wo wir zeigen konnten, okay, es gibt schon Millionen von Büchern hier. Und Leute sagten, ja, okay, cool, das ist großartig. Also einfach in dem Moment, wo wir einen Mirror von LibGen hatten, wir hatten einen ein paar Poster mit QR-Codes, wo man einfach scannen konnte und Sachen runterladen, das ist super schnell. Weil wir einen lokalen Mirror hatten und dann begannen Leute hier sowas zu machen. Das war eigentlich ein Witz. Das soll eigentlich zeigen, wie viel Zeit sollte man brauchen, würde man brauchen, um sowas zu machen. Das zeigt die Überlappung zwischen LibGen und ARC. Das funktioniert natürlich jetzt nicht mehr, weil LibGen.org nicht mehr funktioniert. Aber das ist das, was da so passiert in diesem Raum. Und Robert Oxcorn hat ein paar Dinge in dem Bereich gemacht. Er ist großartig. Und dann Monoscope zum Beispiel hat das gebaut. Das ist von den Discuss-Netzwerken von Kittler. Und sie haben manuell einen Index aller Leute erstellt. Und wenn man darauf klickt, dann kommt man in den experimentelle Ansicht. Ich glaube, ich muss jetzt Chrome starten. Okay. Yeah. Ja. So you can see. So it brings you to sehen, es gibt euch dann diese Referenz im Buch anzeigt. Dieses Interface ist, wie ihr sehen könnt, es ist ganz hübsch. Es regt zum Denken an, es regt zum Experimentieren an, zum Spielen. Aber sowas kann es nur geben, wenn wir diesen lokalen Mirror haben. Denn niemand will warten, bis all diese Metadaten da sind. Which happened in Ljubljana. Das sind nur ein paar der Dinge, die in Ljubljana passiert sind. Okay. I'm still good. And then it kind of und dann made me do more. Or I also kind of, okay, begann ich noch mehr zu tun. Ich dachte, ich muss noch mehr machen. Diese Leute sind so cool. Das ist die Aggregationswebsite, die heißt Library Memory of the World. Das Flacker ist, weil ich das falsch kodiert habe. Ich weiß nicht, ob es schlimmer ist, wenn ich es live mache oder die Videos. Aber jedenfalls, das sind keine Animationen. Es flackert einfach nur, das liegt an mir. Also, das habe ich gemacht. Von vorher, erinnert euch an die Kommandozeile. Es ist nur eine Zeile, man kann das machen, aber nicht so viele. Dann habe ich es vereinfacht, muss ich einloggen, habe ich das geändert, dann muss man nicht mehr einloggen. Und schließlich nach Novi Sad und Kent Goldsmith sich beschwert hat, aber wir sind doch einfach Bürger, wir gehen nicht ins Terminal. Dann sage ich, naja gut. Dann habe ich noch ein paar Monate reingesteckt und habe dann ein Calibre-Plugin gebaut, das, wenn man auf Start Sharing klickt, da macht es im Hintergrund genau die gleichen Sachen und dann wird eben die Bibliothek freigegeben.
aber es hat eben jetzt eine schöne GUI. Es bringt dich in den Chat rein, ihr könnt sehen, da sind deine Bücher. Wir haben jetzt hier 11 Bibliothekare, jetzt sind 12 Bibliothekare und einer davon ist Kenneth Book Warrior. Book Warrior ist einer von Library Genesis. Die Namen werden zufällig in einer Liste von großen Bibliothekaren rausgesucht. Ihr könnt jetzt sehen, das ist hin und her und ihr seht, das ist das gleiche, der gleiche Inhalt. Wenn ich es jetzt vom Internet runterlade, dann wird es tatsächlich von dem Laptop runtergeladen, der das geshared hat, der das gestartet hat. Die ganzen Metadaten gehen in MongoDB und die Suche und alles ist deshalb schneller, aber der eigentliche Download passiert peer-to-peer. Das ist ein anderer Bibliothekar, das ist Kenneth Humnews und das ist eine digitalisierte Bibliothek in Zagreb. Das ist Biopolitik. Das habe ich für einen Freund gemacht, die das Curriculum erstellt hat. Und so kann sie es mit ihren Schülern benutzen. Und das ist ein Symbol für den Buchmagneten, das ist ähnlich wie Sharing. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann kann ich das Buch direkt in Calibre importieren. Also ich kann aus dem Web, wenn ich das Plugin in Calibre installiert habe, dann wird es das erkennen. Und dann gibt es direkt diese Option, das runterzuladen, dann sind sofort alle Metadaten da. Also es ist wie Peer-to-Peer, aber es ist keine gated Community. Es ist auch sehr öffentlich und der Welt zugänglich. Also in dem Moment, wo ihr das tut, oder wenn ihr das jetzt tut, ist es Peer-to-Peer, aber mit öffentlichem Access. Und deshalb ist es eine öffentliche Bibliothek und kein Peer-to-Peer-Sharing. Was wollte ich noch zeigen? Ah ja, hier sind noch ein paar mehr davon. Nicht so wichtig. Dann zeige ich euch noch, okay, wie komme ich jetzt weiter? Also das ist die Idee. Ich habe einen Server aufgesetzt und das ist immer noch in der 2011-Phase ein paar Zeilen der Kommandozeile. Was wir hier haben, ist alles, was du brauchst, um einen Memory of the World Server zu betreiben, zusammengepackt in einen Container. Und wenn ihr den benutzt, ihr seht, es gibt irgendwie MongoDB, es gibt den Chat, es gibt DNS, es gibt Nginx, es gibt alles, was man braucht. Und das sind die Komponenten, die dafür nötig sind. Das ist einer der Provider. Das ist DigitalOcean. Sie sagen nicht, dass es eine Virtual Machine ist, weil ihr wissen, dass sie Angst vor dem Terminal hat. Sie nennen es Droplets. Also wir haben ein Droplet hier. Und ich habe hier eine Zeile. Docker Machine create an DigitalOcean. Lalala. Und dann macht es alles im Hintergrund. Also es legt ein Droplet an, es macht einen virtuellen Server und deren Infrastruktur. Das seht ihr in der Sekunde. Da ist es. Das heißt LSB, Let's Share Books, Ocean. Let's Share Books. Und alles, was ich jetzt hier lokal tun kann, auch für meinen Server, kann ich jetzt auch auch auf dem entfernten Server ausfüllen. Es ist ein bisschen langsam. Und jetzt mache ich einen weiteren Docker. Das ist ein Linux-Image, das wir mit all den anderen Images teilen werden später. Es ist wie eine Zusammenstellung verschiedener Services. Und jetzt zeigt es ja, okay, es ist fertig. Jetzt zeige ich nochmal Compose Build, es wird noch mehr gebaut, whatever. Und dann starte ich es. Dann starte ich es alles endlich. Und ihr müsst euch das anschauen. Als ich das erste Mal gesehen habe, beim CCC, dem ersten SMS-Gateway gebaut haben, vor vielleicht 10 Jahren,
Es war so am Ende des Talks und das Einzige, was wir sehen konnten, war, dass der durchscrollende Text und wo unsere SMS auf freier Open-Source-Basis empfangen und behandelt wurden. Und genau, das ist hier, ihr führt es aus, es ist eine ganz andere Domain, dann geht ihr auf Set.org, diese neue Domain hier, javnaknizhnitsa.org, dann könnt ihr sehen, es ist ein selbst signiertes Zertifikat. Also, wenn ihr euer komplett eigenes Memory of the World machen wollt, dann ist das alles, was nötig ist, ein paar Zeilen der Kommandozeile, dann läuft alles im Internet. Es dauert also nicht mehr als 15 Minuten. Und ihr könnt sehen, dass jetzt alles, was vorhin funktioniert hat, geht jetzt auch dort. Warum zeige ich euch das? Das ist die Vision. Das ist, was wir tun können. So schnell oder weit können wir das treiben. Ich bin sicher, dass Jan Gelber, der die Open Media Library.jr macht, sein Peer-to-Peer Booksharing Programm ist. Ich freue mich sehr, wenn es endlich rauskommt. Er kann das, was ich hier gemacht habe, mindestens 10-mal so schnell tun. Also es ist eigentlich einfach. Das hat ein paar Jahre gedauert. Ich habe die meiste Zeit nicht das gemacht, sondern eigentlich gar nichts. Deshalb. Und das ist aber das Resultat, was ich fabriziert habe, und das will ich euch damit auch zeigen. Es scheint, als sei die Welt noch nicht wirklich bereit für diese Visionen. Was wir also erlebt haben, ist, dass eine gewisse Art von Schizophrenie, die neuen Medien machen die alten Medien, ersetzen die alten Medien. Computergrafik ersetzt Film, was Fotografie ersetzt, was Gemälde ersetzt oder erweitert. Und so haben wir immer neue Sätze von Metaphern, die auf den alten Bekannten aufbauen. Das heißt, wir haben immer wieder neue Metaphern, mit denen wir spielen können. Und immer neue Einblicke. Jede neue Metapher hat ihre semiotische Distanz und sie verfällt in Bezug auf die Distanz der repräsentierbaren Phänomene. Und die unglückliche Metapher, die über allem steht, ist intellektuell das geistige Eigentum. Und wo wir jetzt ins Zeitalter der diskreten und digitalen Reproduktion kommen, kommt eine neue Metapher heraus. Und das ist die Metapher, die Dekaden des Verfalls des geistigen Eigentums endlich aufsummiert, sodass geistiges Eigentum endlich verwendet werden kann und nicht mehr blockiert. Und in diesen gegenläufigen Anforderungen bildet sich eine Art digitaler Schizophrenie. Also, Sony Music ist ein gutes Beispiel dafür. Sony hat angefangen, also ich überspringe das mal kurz. Sony hatte diesen berühmten Gerichtsfall 1984, der Betamax-Case. Es ging einfach um einen Videorekorder. Und dann die Motion Picture Association hat gesagt, Videoaufnahmen sind böse und sie sind böse geworden. Aber Sony hat gewonnen und das hat die Grundlage gebildet dafür, dass Technologie nicht so leicht kaputt gemacht werden konnten. Und das hat dann alles in die Wege geleitet, so Walkman und so, was uns erlaubt hat zu kopieren. Und dann hat Sony kurze Zeit später Columbia Pictures gekauft, ein Hollywood-Studio und dann MGM. Und sie haben dann George Tenenbaum verklagt dafür, dass er 31 Songs heruntergeladen hat. Und die Jury hat eine super große Summe an Sony
Sony gegeben. Und dann gab es noch einen Fall, wo es dann bei, das ist der Fall von Jamie Thomas, wo pro Song irgendwie 80.000 Dollar awarded gegeben wurde. Ja, aber das ist uns eigentlich egal, weil wir uns egal ist, was Sony macht, aber dann gibt es noch diesen anderen Fall mit MIT. Ja, ihr kennt alle den Gründer des Hacking und seine ganzen Aktionen. Es gab viele Bücher dafür, OpenCourseWare, und das World Wide Web Konsortium 1993, One Laptop pro Kind und alles sowas. Offenes Campus WLAN war immer offen. Und man konnte damit auf geschlossene Journals zugreifen, für die man bezahlen musste. Und dann gab es eine große Tragödie und wir wissen alles darüber. Aber MIT Press hat dann verschiedene Bücher publiziert, die wir mögen. Und die für die öffentlichen Bibliotheken super wichtig sind. So die Entwicklung des öffentlichen Katalogs und es ist nah beim Computer und das Bibliothekarsein ist super wichtig. Es gibt noch viele weitere wichtige Autoren dafür. Die kybernetische Revolution. Und ja, wie wir das halt rüberbringen, das ist nicht nur ich, das ist ziemlich wichtig. Es ist alles Teil der Software und die Leute zu überzeugen, es halt darzustellen, Leute zu überzeugen, Transmediale, Kunstvereinigung Stuttgart, in London, Opening Keynote at Brown Universität und es war ziemlich erfolgreich. Es war auch eine große Ehre, aber jetzt auch nicht so überraschend, dass wir eine Einladung bekommen, für Tactical Media zu schreiben. Das sollte bald bei MIT Press veröffentlicht werden. Ich zeige euch den Vertrag. So sieht es aus. You will not receive any fee or royalty for the contribution, of course. The labor is not recognized, and then you have. Du wirst kein Geld dafür erhalten. Die Arbeit ist nicht wird nicht anerkannt. Ah, das ist normal an der Universität. Das machen wir so. Wir schreiben was über die öffentlichen Bibliotheken. Wir hatten die Idee, über die Schizophrenie zu schreiben, was ich gerade eben vor ein paar Minuten gesagt habe, aus dem Text, das, was da veröffentlicht werden soll. Aber 3 Wochen später haben wir das hier bekommen, über Copyright Infringement, von dem Autor, den ich gerade eben genannt habe. Das ist nicht von MIT Press, aber es ist eine sehr schizophrene Situation mit MIT und es ist keine Überraschung, aber ich versuche nicht zu sagen, dass MIT besonders böse ist,
Aber wenn du halt so eine total unpassende Metapher hast, dann kriegst du notwendigerweise eine schizophrene Situation. Und wenn es bei Sony ist, ist es uns egal, aber wenn es MIT passiert, dann ist es uns wichtig. Und alle Leute, die damit zu tun haben, in und um MIT herum, Boris ist auch bekannt dafür, dass er Jesus Christus die erste Fertigkunst genannt hat. Also, heute ist nicht Weihnachten, oder? Nein. Also, ja. Er erschien als Mensch und später erschien er als Gott, also ist ganz anderes. Und das ist das Neue. Man weiß nie genau, was man sieht. Man wusste nur, dass man etwas vorher nicht gesehen hat, sondern nur im Rückblick sehen konnte, was da was passiert ist. Empfehle ich dieses Buch und besonders Artikel, das Essay von Privatisierung und Privatisierung, weil Privatisierung belegt, dass es Privatisierung genauso künstlich ist wie Nationalisierung. Also als die Kommunisten kamen und ein ziemlich gutes Argument hatten, warum es uns nicht egal sein sollte, dass Menschen ungleich sind und deshalb wir ökonomische Umverteilung brauchen, sondern eben nicht nur den Zugang zu Wissen, sondern eben auch als das passierte, sagten Leute, das sei künstlich und gezwungen, diese Zivilisation sei gezwungen. Aber Privatisierung ist genauso künstlich und erzwungen wie Nationalisierung oder Verstaatlichung. Und wenn wir uns digitale Netzwerke anschauen, dann ist es sogar noch deutlicher und noch offensichtlicher. Also ich kann ein paar Dinge zu den öffentlichen Bibliotheken sagen, warum es wichtig ist, sie zu unterstützen. Öffentliche Bibliotheken verschwinden nach und nach. Öffentliche Bibliotheken können digitalen Bücher kaufen von den Verlagen, auch wenn sie das Geld haben, denn die Verlage lassen sie die Bücher nicht kaufen. Wenn sie doch mal kaufen können, dann gibt es ganz schlimme Technologien namens DRM, die zählt, wie oft das Buch verliehen wurde, und nach 26 Mal muss man es dann nochmal kaufen. Also die öffentlichen Bibliotheken werden komplett komplett abgebaut. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Okay. I have no idea what's going on. Keine Ahnung, was gerade passiert. Okay. Aber jedenfalls. This is what also happened. Auch das passiert. Library Genesis. Wurde zusammen mit Science Hub und BookHub.eu von Elsevier geschlossen worden. Elsevier sind vielleicht weiterhin bekannt. Sie machen große Profite, größtenteils auf der Basis von öffentlich finanzierten und finanzierter Forschung, und verkaufen es dann verschiedenen Journalen. Was hier passierte, ist, also ich bin sicher, ihr habt alle davon gehört. Ich zeige euch nur kurz, oder vielleicht kann ich es einfach sagen. Also Elsevier haben ein Gerichtsverfahren in Europa angestrengt und haben eine Verfügung erwirkt, um Webseiten runterzufahren, auch wenn diese jetzt zum Beispiel in Russland sind. Und das heißt, was sie hier gemacht haben, weil sie nicht direkt rankommen, ist, dass sie die IP-Adressen auf eine Blacklist setzen oder eben die Domains einfach fänden. Also das ist das, was sie tun, so bekämpfen sie das. Und ich möchte abschließen hiermit, könnt ihr
without the, if you hear guitar, nochmal versuchen, wenn ihr eine Gitarre hört, dann einfach okay. Okay, I think that now you can go up. Ich glaube, jetzt könnt ihr auch. Okay. Aur nahi sharam ke natije humne beshumar damon par khareedi padi hai jiske liye cheeze hain kharab ki log dhante hota hai aur jinse prakashakon ko fayda hota hai bhi janal dekho ka mulle kyun rakha jata hai jisse kitne hi jodi samaan roshni aur vishwanyani piya. Okay, das ist eine Lesung dieses Briefes. Das ist der Brief, den wir vor einiger Zeit geschrieben haben. Und es sagt, dass es ein es geht um einen kleinen Prinz, der einen Geschäftsmann trifft und dann Farben, Blumen, die er jeden Tag gießt, und aber ihr habt keinen Nutzen dafür. Und das wird dann mit Beispielen verglichen, wie Elsevier böse ist und was ihr so ihre Praktiken sind. Es ist unser Heroin. Und wenn ihr es schafft, unsere Projekte herunterzufahren und ins Darknet zu verbannen, dann verliert die Öffentlichkeit. Vom Open Access Manifest bei Open Swords wird noch zitiert: Wir müssen Informationen nehmen, immer da, wo sie gespeichert sind. Wir müssen gesicherte Datenbanken befreien und sie ins Internet stellen. Wir müssen für Open Access kämpfen und mit genug von uns in der Welt werden wir es ein Ding der Vergangenheit machen. Yeah, I'm done. We have 10 minutes for. Werdet ihr mitmachen? Danke, ich bin fertig. Wir haben noch 10 Minuten und Zeit für Fragen. So, thank you very much. Vielen Dank. Jeder, der eine Frage hat, bitte zum Mikrofon kommen in den Reihen. Please make sure to speak up loud and clear so everybody on bitte the screen. Bitte schön laut sprechen, damit die Leute im Stream und auf den Aufnahmen euch verstehen können. Kannst du mir bitte die URL für die Diskussion später schicken? Haben wir Fragen aus dem Internet? Hallo. No, this is just an announcement. Hallo. Hello. Das ist nur eine Ankündigung. There will be a discussion about es this, wird eine Diskussion geben über diesen Vortrag um 8.30 Uhr in Hall 14. In Halle 14 über diesen Vortrag. Diskussion über diesen Vortrag. Bis jetzt gibt es keine Fragen aus dem Internet. Maybe I can also announce what vielleicht kann ich noch kurz ankündigen, was wir diskutieren möchten. Wir haben eine Frage, aber wir haben 10 Minuten, also kannst trotzdem. Okay, also erst die Frage. Mein Name ist Chris. Vielen Dank. Hast du alternative Methoden der Verbreitung erkundet, wie zum Beispiel IPFS, dass das eine neue Form der Veröffentlichung ist? Also es gibt man muss keine feste IP oder ein Droplet haben, sondern jeder kann, wenn er was mag, kann er es sofort mithosten.
I was in RC channel a few times and trying to convince that I don't want to give my files and the Calibre libraries first to IPFS and then to Fuse. So in a way, also ich war im ISC ein paar Mal und habe versucht, sie zu überreden, dass ich nicht alle meine Bücher nach IPFS transferieren will. Und ich habe keine, und zu Fusen, ich habe keine, Festplattenplatz, um alles zu duplizieren, um es mit IPFS zu teilen. Also wir wollen es neu schreiben mit CouchDB, wo das Synchronisieren besser wird und mit Torrent, was ich nicht machen will. Auch mit meiner nicht guten Software. Ich finde, wir sollten der Welt keine technische Lösung geben, weil wir haben noch was viel Wichtigeres, worum es zu kämpfen gilt. Wir brauchen ziviles Ungehorsam. Wir brauchen die Zivilgesellschaft, die aufsteht, politisch zu kämpfen. Dann können wir die Infrastruktur verbessern. Die Verbreitung und das würden wir dann auch gerne um 8.30 Uhr im Anarchist Village besprechen. Ist das genug so, den Privatsphäre-Diskurs beim Privatsphäre-Diskurs und individuellen Rechten zu bleiben, oder weil es nicht wirklich das Teilen fördert als universelles Konzept. Wenn man halt so ein Wort benutzt, dann müssen wir es so weit wie möglich verbreiten. Wir können es nicht nur Leuten überlassen, die wissen, was Blockchains sind oder elliptische Kurven. Die Welt braucht keine Software-Ingenieure, die um die utopischen Fantasien laufen zu lassen. Deswegen IPFS ist super, aber wenn es die Lösung sein soll, dann, wenn es halt das Verstecken und Suchen mit den Autoritäten abschalten soll, dann Metadata cataloging and natürlich ist das viel toller, sowas zu machen als Metadata-Kataloge oder reguläre Ausdrücke, um die Metadaten zu reinigen von verschiedenen Quellen. Aber diese Sachen sind auch wichtig und wir brauchen mehr Leute, um das zu machen. Und wenn du halt Zugriff hast, wie Aaron Swartz, um zu öffentlichen Quellen, dann stelle es zur Verfügung. Vielen Dank. Okay, we have another question, please. Okay. So, in direct response to what you just said is. So gerade direkt zu deiner Antwort. Meine Frage ist, was ist dein Talk? Wenn es nicht über die technische Lösung ist, geht es dann um die Kunst, oder ohne eine Lösung zu geben, oder es geht um irgendwie viele verschiedene Sachen, die Katalogisierung und Synchronisierung und alles Mögliche. Das sind viele Probleme, die schon angegriffen wurden oder schon gelöst wurden. Also was ist der Punkt? Ist dein Punkt nicht so die technische Lösung, sondern wirklich zu zeigen, was möglich wäre, um eine Übersicht zu geben oder die technische Lösung scheint nicht zu funktionieren und das ist okay, aber für jeden, der weiß, dass er mal sowas gemacht hat,
metadata database on my own that I can. Ich will nicht einfach noch eine andere Metadata-Datenbank machen. Aber wenn es um Kunst geht und Leute zu motivieren, dann ist es super. Oder was ist? Also du hast eine Sache gesagt, die super gut ist und eine Sache, die super schlecht ist. Also was soll ich dazu sagen? Es ist inspirierend, aber es ist auch wichtig, dass du deine Metadaten machst, dass du deine Datenbanken machst, dass du deine Bücher teilst und egal, was du benutzt. Ich kann deiner Meinung sein oder nicht. Ich kann versuchen, was anderes zu machen. Das ist ein Vorschlag, wie wir uns die öffentlichen Bibliotheken vorstellen. Es ist ein Bibliothekskatalog. Und wir brauchen ein menschliches Wesen, ein menschliches Wissen, und das ist der Bibliothekar hier. Das ist sozusagen ein Proof of Concept, was wir versuchen zu machen. Falls es schon Leute gibt, die sowas machen, okay, dann super, benutzt das, macht das, befreit das Wissen, macht es weniger privilegiert. Ich glaube nicht, dass wir hier als eine technische Lösung vorschlagen wollen, sondern wir versuchen, den politischen Kampf zu unterstützen. Aber wenn es sonst nichts gibt, dann kümmern wir uns um die Metadaten. Und es gibt viele Bücher, viele Kataloge, die kuratiert wurden. Und ja, das sind so unsere Ergebnisse. Aber klar, es gibt auch gute technische Lösungen. IPFS ist super, aber es kopiert alle Dateien auf meiner Festplatte notwendigerweise. Es gibt Open Media Library bald. Was ich Sie gefragt habe, ist, macht es öffentlich, nicht nur mit Open Media Library. Vielen Dank.